Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um die kosten- und gewinnkritische Menge gehen. Viel Spaß! Nach meinem Video zu den statischen Investitionsrechnungen bin ich nochmal gebeten worden, ein genaueres Video zu der kosten- bzw. gewinnkritischen Menge zu machen. Darum soll es hier heute gehen. Wir greifen hierfür einfach das Beispiel aus dem Investitionsvideo auf und rechnen das dafür einmal durch. Bei den statischen Investitionsrechnungen haben wir einen Kosten- und einen Gewinnvergleich gemacht. In dem Zusammenhang habe ich darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, wenn wir zwei verschiedene Investitionen miteinander vergleichen, also nehmen wir Maschine A oder Maschine B, dass wir dort berechnen können, bei welcher Menge der Gewinn bzw. bei welcher Menge die Kosten genau gleich sind. Das ist die kosten- bzw. gewinnkritische Menge. Beginnen wir einfach mit der kostenkritischen Menge. Dafür müssen wir natürlich erstmal die Kostenfunktion aufstellen. Wir nehmen die gesamten Fixkosten plus die variablen Stückkosten mal die Menge. Wenn wir uns das Beispiel aus dem Video zu den statischen Investitionsrechnungen anschauen, wird jetzt hier auch deutlich, warum es so wichtig war, die fixen von den variablen Kosten zu trennen. Dadurch wird es jetzt viel einfacher, die Kostenfunktion aufzustellen. Machen wir es einfach mal ausführlich. Erstmal die gesamten Fixkosten. Das sind ja die 325.000 plus die 980.000 plus die 100.000 plus die 520.000. Das sind die gesamten Fixkosten. Dazu kommen noch die variablen Stückkosten. Das sind ja einmal die 800.000 und die 340.000. Das sind die Stückkosten aber insgesamt. Das müssen wir jetzt noch durch die gesamte Anzahl, also durch die gesamten Stück teilen. Das sind in dem Fall 400.000. Also das geteilt durch 400.000 mal x. Damit haben wir die fixen Gesamtkosten und die variablen Stückkosten berücksichtigt. Wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf 1.043.000 Fixkosten plus 2,85 Euro für jedes Stück, also 2,85x. Das gleiche machen wir für die Daten von der Maschine B. Auch hier die gesamten Fixkosten zusammengerechnet, die gesamten variablen Kosten zusammengerechnet und diese nochmal durch die Stücke geteilt. Mal x kommen wir jetzt hier auf eine Kostenfunktion von 1.417.666,67 plus 1,38x. Für die kostenkritische Menge wollen wir jetzt ja wissen, bei welcher Menge sind die Kosten genau gleich. Also müssen wir jetzt hier einfach nur die beiden Kostenfunktionen, die wir aufgestellt haben, gleichsetzen. Also Kostenfunktion Maschine A 1.043.000 plus 2,85x ist gleich Kostenfunktion Maschine B 1.417.666,67 plus 1,83x. Wenn wir das jetzt nach x auflösen, haben wir hier 367.320,26. Wenn genau diese Menge produziert werden würde, wären die Kosten bei beiden Maschinen genau gleich. Warum kann es zu diesem Punkt überhaupt kommen? Ich denke, das wird deutlich, wenn wir uns das mal zeichnerisch anschauen. An dieser Stelle der Hinweis, das ist eine Skizze, keine ganz genaue Zeichnung. Es ist natürlich möglich, die kostenkritische Menge mit einer genauen Zeichnung grafisch herzuleiten. Wir haben sie jetzt aber schon rechnerisch ausgerechnet. Ich möchte Ihnen jetzt hier mit einer Skizze nur zeigen, wie es zeichnerisch aussieht. Also ein ganz normales Koordinatensystem, wo auf der einen Achse die Menge mit x abgetragen ist und auf der anderen Achse die Kosten in Euro. Beginnen wir mit den Kosten für Maschine A. Wenn wir nichts produzieren, also für x 0 einsetzen, ganz am Anfang also der Achse, kommen wir ja trotzdem auf gewisse Kosten, und zwar unsere Fixkosten. In dem Fall 1.043.000. Von dort aus müssen wir loszeichnen. Wenn wir jetzt hier genau zeichnen würden, würden wir natürlich für jedes x, das wir nach rechts gehen, 2,85 Euro nach oben gehen für die Stückkosten. Da das hier aber nur eine Skizze ist, machen wir es uns ein bisschen einfacher und zeichnen einmal die Linie durch, weil in diese Richtung wird es gehen. Skizzieren wir direkt die Kostenfunktion für Maschine B. Dort müssen wir ja bei 1.417.666,67 anfangen, also die Fixkosten für Maschine B, und zeichnen von dort aus los. Wichtig ist jetzt hier zu wissen, dass die Steigung weniger steil ist als bei Maschine A. Das liegt daran, dass die variablen Stückkosten bei Maschine B geringer sind. Also für jedes x, das wir nach rechts gehen, gehen wir hier weniger nach oben, als das bei A der Fall war. Und durch diesen Sachverhalt kommt es dazu, dass es hier einen Schnittpunkt gibt. Und oh Wunder, wo wird dieser Schnittpunkt wohl liegen? Natürlich genau bei unserer kostenkritischen Menge, die wir bestimmt haben, 367.320,26. Was bedeutet der jetzt? Wir können jetzt hier sagen, bis zu der Menge, also bis zu 367.320 wäre es günstiger, mit Maschine A zu produzieren, weil wir da in dem Bereich sind, in dem Maschine A günstiger ist.
weil die Fixkosten geringer sind, aber ab 367.321 ist die Maschine B günstiger. Weil dort kommen die geringeren Stückkosten zum Tragen. Bis dahin hat Maschine B Maschine A eingeholt und ist ab dort günstiger. In unserer Kostenvergleichsrechnung sind wir auch von 400.000 Stück ausgegangen. Dementsprechend sind wir auch da darauf gekommen, dass Maschine B die günstigere Maschine ist. Das war es auch schon zur kostenkritischen Menge. Wir können jetzt genau sagen, bei welcher Menge die Kosten für beide Maschinen genau gleich sind. Das ist natürlich nur möglich bei Maschinen, die zum einen eine geringere Fixkosten, dafür höhere variable Stückkosten haben und die andere Maschine andersrum höhere Fixkosten und dafür niedrigere variable Stückkosten. Nur dann kann es natürlich zu so einem Punkt kommen. Wenn wir eine Maschine haben, die geringere Fixkosten und geringere Stückkosten haben, gibt es natürlich auch keine kostenkritische Menge. Dann ist aber auch ganz klar, welche Maschine wir auf Basis des Kostenvergleichs kaufen sollen. Wie sieht es bei der gewinnkritischen Menge aus? Auch hier müssen wir uns erstmal überlegen, wie stellt man eine Gewinnfunktion überhaupt auf? Die Gewinnfunktion funktioniert ja Erlöse minus Kosten. Was sind Erlöse? Erlöse sind Preis mal Menge. Und was sind Kosten? Haben wir ja gerade schon mal aufgestellt. Also die gesamten Fixkosten plus variable Stückkosten mal x. Wie sieht die Gewinnfunktion von Maschine A aus? Preis mal Menge ist hier 7 mal x, weil der Preis 7 ist und die Menge wollen wir ja ausrechnen, also belassen wir es beim x. Minus die Kosten, also die 1.043.000 plus 2,85x. Damit haben wir zum einen die Erlöse und zum anderen die Kosten berücksichtigt. Das können wir jetzt noch weiter ausrechnen und kommen dann auf 4,15x minus die 1.043.000. Was sind hier die 4,15x? Na, die 4,15x haben sich ja hier ergeben aus 7x minus die 2,85x. Für 7 Euro verkaufen wir ja unsere Ware und 2,85 Euro kostet uns ja jetzt die Produktion dieses Stückes. Dementsprechend ist die Gewinnspanne dazwischen, wenn wir 7 Euro nehmen und 2,85 Euro Kosten haben, 4,15 Euro, auch als Stückdeckungsbeitrag bezeichnet. Mit diesen 4,15 Euro pro Stück, den wir Gewinn machen, müssen wir natürlich dann unsere Fixkosten finanzieren, die hier mit der 1.043.000 ja noch in der Funktion auftauchen. Schauen wir uns mal die Gewinnfunktion für B an. Dort haben wir einen Verkaufspreis von 7,20 Euro, also 7,2 mal x minus unsere Kostenfunktion, die 1.417.666,67 plus 1,83x. Also auch hier wieder die Erlöse und die Kosten berücksichtigt. Können wir hier die Funktion noch weiter auflösen zu 5,37x minus 1.417.666,67. Wir sehen also hier die beiden Stückdeckungsbeiträge, also was wir an Gewinn pro Stück machen. Wir sehen auch hier schon, dass Maschine A pro Stück weniger Gewinn macht als Maschine B. Wir sehen auch hier jetzt nochmal, dass dafür aber auch von Maschine B die Fixkosten, die erstmal erwirtschaftet werden müssen, höher sind als die von Maschine A. Wie kommen wir auf die gewinnkritische Menge? Also wieder die Menge, wo der Gewinn von beiden Maschinen genau gleich ist. Funktioniert grundsätzlich genauso wie bei der kostenkritischen Menge. Wir setzen jetzt die Gewinnfunktion gleich, also Gewinnfunktion A ist gleich Gewinnfunktion B. In dem Fall 4,15x minus 1.043.000 ist gleich 5,37x minus 1.417.666,67. Wenn wir das nach x auflösen, kommen wir auf eine Menge von 307.103,83. Also wenn wir genau diese Menge produzieren würden, wäre der Gewinn bei beiden Maschinen genau gleich. Gucken wir uns auch hier wieder an, wie das grafisch aussieht. Bei der gewinnkritischen Menge müssen wir jetzt hier die Euroachse auch bis ins Minus zeichnen. Das ist ja auch klar, weil wir hier jetzt nicht die Kosten abzeichnen, sondern die Gewinne. Und wenn wir nichts produzieren, haben wir keine Gewinne, sondern Verluste, also einen Minusbetrag. Der Minusbetrag ergibt sich auch hier wieder aus den fixen Kosten. Zum Beispiel bei Maschine A, wenn wir nichts produzieren, machen wir ein Minus in Höhe der Fixkosten, also 1.043.000. Das ist auch der Punkt, an dem wir anfangen zu zeichnen. Wenn wir jetzt produzieren und verkaufen, machen wir für jedes Stück einen gewissen Gewinn und arbeiten uns immer weiter Richtung Plusbereich vor. Wenn wir das jetzt einmal durchzeichnen, haben wir jetzt hier auch die Gewinnfunktion von Maschine A skizziert. Das gleiche machen wir für Maschine B. Dort fangen wir natürlich noch weiter unten an, weil hier die Fixkosten noch höher sind, also noch weiter im Minusbereich und zeichnen auch hier nach oben hin durch. Wichtig ist aber auch hier zu berücksichtigen, dass die Steigung natürlich höher ist, weil wir haben ja festgestellt, dass der Stückdeckungsbeitrag, also das, was wir pro Stück gewinnen, höher ist als bei Maschine A. Das heißt, wir holen über die Menge irgendwann auf, bis wir an den Punkt kommen, wo wir mit Maschine B genauso viel Gewinn machen wie Maschine A. Das ist der Schnittpunkt,
haben wir schon ausgerechnet bei 307.103,83. Also kann man auch hier wieder abtragen, bis zu einer Menge von 307.103 würde man mit Maschine A mehr Gewinn machen. Ab einer Menge von 307.104 macht man mit der Maschine B mehr Gewinn. Wir müssen uns also im Klaren werden, wie viel wir in Zukunft produzieren wollen. In unserer Aufgabe sind wir davon ausgegangen, dass es 400.000 Stück sind, die wir produzieren wollen. Dementsprechend sieht man jetzt hier auch in der Grafik, das ist ganz klar der Bereich, in dem man Maschine B nehmen sollte, weil einfach der Gewinn höher ist und die Kosten niedriger. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Wir können nämlich in dieser Grafik noch zwei Punkte ablesen, und zwar die hier. Das ist bei Maschine A 251.325 und bei Maschine B 263.998. Aber was bedeuten diese Punkte hier? Diese beiden Punkte zeichnen ja genau den Bereich ab, in dem die Maschinen von dem Minus in den Plusbereich wandern. Das ist also der Break-Even-Point bzw. die Gewinnschwelle. Wie bestimmt man diese Punkte denn eigentlich nochmal? Dafür müssten wir jetzt die Erlöse gleich die Kosten setzen. Also den Punkt suchen, wo wir genauso viel Erlöse erwirtschaften, wie wir Kosten haben. Weil genau da würde ja 0 rauskommen. Um die Punkte zu bestimmen, müssen wir für die jeweiligen Maschinen also die Erlös- und die Kostenfunktion gleichsetzen. Also die Erlösfunktion von Maschine A ist gleich die Kostenfunktion von Maschine A. Das wäre in dem Fall 7x ist gleich 1.043.000 plus 2,85x. Wenn man das auflöst, kommen wir auf die 251.325, die in unserer Grafik auch abgetragen sind. Und für Maschine B würde man 7,20 Euro ist gleich 1.417.666,67 plus 1,83x setzen und käme hier auf den Wert von 263.998. Wir sehen also anhand des Beispiels drei Dinge. Wenn wir die kostenkritische Menge bestimmen wollen, setzen wir die Kostenfunktion gleich, rechnen sie aus und haben den Punkt, an dem die Kosten für beide Maschinen genau gleich sind. Für die gewinnkritische Menge stellen wir die Gewinnfunktion der beiden Maschinen auf, setzen sie gleich, rechnen sie aus und haben dann den Punkt, an dem beide Maschinen genau den gleichen Gewinn erwirtschaften. Und als drittes hatten wir jetzt hier auch nochmal den Break-Even-Point. Da müssen wir für jeweils die Maschine, also einmal für die Maschine A die Erlösfunktion mit der Kostenfunktion gleichsetzen, um den Break-Even-Point für Maschine A rauszubekommen. Und das gleiche nochmal für Maschine B, also die Kostenfunktion von Maschine B mit der Erlösfunktion von der Maschine B gleichsetzen, um den Break-Even-Point für die Maschine B herauszufinden. Aber gut, ich hoffe, das hat geholfen. Das soll es bis hier noch erst einmal gewesen sein. Viel Spaß beim Nachrechnen. Wir sehen uns beim nächsten Video.